Sehr geehrter Herr Lingemann, auch meinerseits herzlichen Dank für die Organisation dieser Veranstaltung, jetzt zum zweiten Mal. Nächstes Jahr ist es dann zur Tradition geworden. Ich selbst habe beobachten dürfen, wie viel Arbeit dahinter steht. Und ich kann Ihnen allen hier im Saal bestätigen, das ist nicht ein 8-Stunden-Arbeitstag. Der Mann arbeitet Tag und Nacht und das, wie Sie eben ja selbst sagten, mit einer FEV1 von 15%. Das ist das eine. Das andere ist aber, dazu gehören auch Ideen. Und dazu muss man in der Lage sein, Menschen zu motivieren, mitzuziehen und mitzumachen. Und das ist ein großes Talent, was Sie haben. Ich freue mich also. Dabei zu sein und Sie bei dieser Arbeit ein bisschen zu unterstützen. Das Thema, das Sie mir gestellt haben, ist eigentlich Früherkennung, erste Anzeichen und Maßnahmen. Ich habe mir aber überlegt gehabt, um ehrlich zu sein, ich glaube, viele hier im Saal, die wissen gar nicht so recht, was ist denn COPD? Und deshalb glaube ich, bevor wir jetzt darüber reden, wie erkenne ich das früh, muss man erst mal sagen, was muss ich denn erkennen früh? Und deshalb gestatten Sie mir einige Folien. Und ich weiß, heute ist ein Tag der deutschen Sprache. Das Problem, was wir Referenten heute fast alle haben werden, ist, wir nutzen üblicherweise unsere Fachsprache. Und die ist heute ein Mixtum, Kompositum aus Griechisch, aus Lateinisch, aus Englisch und so weiter. Ich bin mal gespannt, wie wir es schaffen werden, dann heute den Tag der deutschen Sprache hochzuhalten. Dieses erste Bild hier soll Ihnen darstellen, das Organ Lunge, das viele von uns, die hier sitzen, die Lungenärzte geworden sind, seit langer, langer Zeit fasziniert, ist im Wesentlichen aufgebaut aus großen Atemwegen, kleinen Atemwegen. Dann verzweigt sich das immer weiter und am Ende sitzen dann die Lungenbläschen. Wenn man nun die gesamte Fläche ausbreiten würde, dann sagen viele, das ist bildlich gesprochen die Fläche eines Tennisplatzes und letztlich die Mülldeponie auch des Menschen, denn alle Luft, die wir einatmen, und schauen Sie mal, wie viel das ist bei einem normalen Tag, zwischen 10.000 und 15.000 Litern und beim Sportler natürlich wesentlich mehr noch, alles das, was wir einsaugen, wird in diesem Organ in irgendeiner Weise gefiltert, zum Teil auch abgelagert. Das können Rußteile sein, das können Allergene sein und. Der schlimmste Stoff, um den es jetzt hier geht, wiederum ein Mixtum Compositum, bei der Entstehung der Krankheit COPD ist mit Sicherheit all das, was wir über die Zigarette in die Atemwege einatmen. Und dies führt dann zu einer Schädigung. Es entstehen zwei unterschiedliche Krankheitsbilder. Auf der einen Seite eine Erkrankung der kleineren Atemwege, die Bronchitis, Bronchiolitis, und auf der anderen Seite eine Weitung der Lungenbläschen. Das nennen wir das Lungenemphysem. Dieser Prozess schreitet dann im Laufe der Zeit mit einer unterschiedlichen Geschwindigkeit fort. Hier ist jetzt dargestellt in einer Videodemonstration, was da passiert. Die Schadstoffe greifen die Wände der Lungenbläschen an und führen in den Atemwegen zu Veränderungen. Die Atemwege werden enger, sie haben große Probleme auszuatmen, die Atemwege werden weiter, die Lungenbläschen werden weiter, weil die Textur dieser anatomischen Struktur zerstört wird. Die COPD ist eine destruktive, eine zerstörende Erkrankung. Und die Folge dann dieser chronischen Schädigung ist ein Umbau des Lungengewebes. Sie sehen hier links oben ein gesundes Lungengewebe, aufgebaut aus diesen vielen Lungenbläschen. Und Sie sehen dann hier unten die zerstörte Lunge. Wenn man diesen Aspekt einmal größer rausgreift, dann haben wir hier auf der einen Seite die kleinen Atemwege, die sind korkenzieherartig gewunden, eng geworden und da drin befindet sich Schleim, da drin befinden sich Entzündungszellen und Sie sehen hier diese riesig gewordenen Lungenbläschen. Dieser Patient hat größte Probleme, er ist im Stadium 4, im Endstadium seiner Erkrankung. Wenn wir uns das Ganze dann einmal genauer angucken, dann sehen Sie hier wiederum dieses Wunderwerk der Natur, die gesunde Lunge.
Und Sie sehen hier unten dann im Endstadium dieser Erkrankung den Umbau der Oberfläche, die Blasenbildung an der Oberfläche. Und Sie sehen auf der Seite hier in einem sogenannten Ganzlungenschnitt, dass das Organ recht unterschiedlich zerstört sein kann. Hier ist insbesondere der untere Abschnitt der rechten Lunge hochgradig zerstört. Dies führt zu einer Kompression, zu einem Zusammendrücken des weitgehend normalen mittleren Abschnittes der rechten Lunge, ein heterogenes Bild. Bei wieder anderen Patienten sind überwiegend die Oberlappen zerstört und bei wieder anderen Patienten ist die Lunge insgesamt massiv gestört. Das führende Zeichen dieser Erkrankung ist im endoskopischen Bild hier dargestellt. Sie schauen in einen gesunden Atemweg und Sie schauen hier in den Atemweg eines Patienten mit chronischer Bronchitis und Emphysem. Die Histologie ist dargestellt, hier ist der Atemweg, hier ist der Schleim, hier sind die Entzündungszellen und auf der Schleimhaut liegt der Schleim und dann kommt das Husten, das Abhusten und das gelingt oder es gelingt nicht. Die wesentlichen Phänomene bei dieser Erkrankung sind demzufolge Husten, Auswurf in einem eher frühen Stadium und eine Destruktion der Atemwege. Sie sehen hier jetzt eine sehr moderne Technik, mit der man die Atemwege darstellen kann. Das sind die Atemwege eines COPD-Patienten. Hier in der Einatemphase ist der Atemweg wunderbar weit geöffnet und in der Ausatemphase sollte der Atemweg lange Zeit geöffnet bleiben. Da er aber durch die Entzündungsprozesse zerstört ist oder nicht mehr ausreichend stabilisiert wird, kollabiert er. Und die Folge davon ist, der COPD-Patient hat Atemnot, die insbesondere bei Ausatmung deutlich zunimmt. So, jetzt sollte ich ja reden über verschiedene Dinge und da habe ich die Reihenfolge wieder ein bisschen geändert. Ich sollte über Früherkennung, erste Anzeichen und Maßnahmen sprechen. Ich fange jetzt mal an mit den ersten Anzeichen. Die ersten Anzeichen leiten sich ab aus den Bildern, die ich Ihnen gezeigt habe. Und Herr Petro hatte letztes Jahr schon in seinen Vorträgen zweimal diesen Aha-Effekt erwähnt, wobei das steht für Auswurf, Husten und Atemnot. Und ich habe jetzt für die frühen Zeichen Auswurf und Husten groß geschrieben und Atemnot eher klein geschrieben. Bei den frühen Stadien der COPD haben die Patienten häufig nur bei sehr starker Belastung Atemnot. Sie klagen aber, oder man kann erfragen, diesen morgendlichen Raucherhusten. Die Atemnot wird in diesen frühen Stadien erst dann zutage treten, wenn ein akuter Schub zustande kommt. Und dann sagt der Mediziner, wenn eine Exazerbation vorliegt. Wie ist das jetzt mit den Risikofaktoren? Ist wirklich Rauchen alles? Ist Rauchen die komplette Wahrheit? Wer in so einer schönen Industriehalle wie dieser hier sitzt, ich glaube, der muss sich auch noch mal in Erinnerung rufen, bildlich im Traum, wie das in dieser Halle vor 40 Jahren aussah. Extrem anders, das kann ich Ihnen versichern. Wir wissen heute ganz eindeutig, dass Rauchen ist definitiv der wichtigste Faktor. Aber es gibt auch eine Menge anderer Faktoren, nämlich aus der Luft, Feinstäube sind in aller Munde und im Beruf. Und wir haben genetische Faktoren, die dann dafür Sorge tragen, dass der eine eher eine COPD entwickelt als der andere. Einige Bilder dazu. Das hier ist das Schreckensszenario und deshalb glaube ich, dass diese Halle in den nächsten Jahren eher voller werden wird und dass wir in dieser Halle auch immer mehr Frauen sehen werden. Das ist das Rauchverhalten, das ist das, was unsere Gesellschaft eine ganze Zeit lang massiv gefördert hat. Man war ja irgendwie nur in. Und wenn man hier in Essen an den Gesamtschulen Umfragen macht, 10-jährige Schüler, 15% davon rauchen regelmäßig. Mindestens 5 Zigaretten pro Tag. Das ist die Zeitbombe, die tickt. Dieses Bild, dieses Szenario kennen wir auch. Herr Lingemann hat heute ein bisschen Pech, dass die Sonne nicht so fürchterlich scheint. Wir haben eine Inversionswetterlage, wir haben etwas mehr Feinstäube, natürlich nicht so extrem wie hier in London der 50er Jahre. Und wir filtern in unseren Lungen diesen Feinstaub zu einem gewissen Teil aus. Der Feinstaub entfaltet dann seine schädigende Wirkung. Und hier in dieser Halle ist es völlig klar und auch in dieser Region, der Beruf
schädigt, zum Beispiel der Bergmann, der Kohlestäube inhaliert, zum Beispiel der Bergmann, der Gesteins- und Kohlestäube inhaliert und dadurch krank wird. Die COPD kann eine Berufskrankheit sein beim Bergmann. Dann spielen aber auch die Gene eine Rolle. Die Gene modifizieren das Krankheitsbild. Wir freuen uns über 12.500 zusätzliche Geburten im letzten Jahr und insgesamt mindestens 6 dieser Geburten sind Kinder, die mit einem genetischen Schaden auf die Welt gekommen sind, den wir den Alpha-1-Antitrypsin-Mangel nennen, die aber von dieser Situation möglicherweise noch gar nichts wissen. Die Dunkelziffer ist hoch. Dieses Alpha-1 ist ein Schutzstoff für die Lunge. Die Mediziner sagen, eine Protease, eine Antiprotease, die die Lunge vor einer Verdauung, zu einer Zersetzung durch Schadstoffe schützt. Dann gibt es eine ganze Reihe anderer genetischer Erkrankungen, die auch mit einer COPD gekoppelt sind. Mediziner sagen, das sind Kolibris, aber für den Betroffenen ist schon wichtig, dass sein Arzt weiß, dieser Patient geht ein deutlich höheres Risiko für die COPD. Und ich will Ihnen die Namen jetzt hier nicht vorlesen. Ich hatte Ihnen den Alpha-1-Antitrypsin-Mangel genannt und 3 weitere habe ich Ihnen hier einmal gelistet. Es sind aber viel mehr noch als diese. Und was passiert jetzt? Das ist jetzt also im Sinne der Früherkennung das Problem, vor dem wir stehen. Da ist ein Mensch auf die Welt gekommen, der hat einen genetischen Defekt, ist aber völlig gesund. Nun entsteht über die Einwirkung von Schadstoffen, zum Beispiel Passivrauchen in der Familie, im Auto etc. etc., ein langsam aber sicher ein Gewebsschaden. Und dann dauert es nochmal Jahre, bis daraus eine für den Patienten fühlbare oder gar messbare Funktionseinschränkung zustande kommt. Und es dauert noch mal ein bisschen länger, bis der Patient dann regelmäßig Symptome entwickelt der Erkrankung. Das heißt, hier ist schon ein großer Schaden aufgetreten. Wir hätten gerne hier vorne bereits gewusst, dass dieser Mensch ein Problem haben könnte und ihn dann entsprechend beraten. Das zweite, also Anzeichen, darüber haben wir gesprochen. Wie ist es jetzt mit der Früherkennung? Das Problem bei dieser Erkrankung ist, dass das allererste, was passiert im Rahmen der Zerstörung der Atemwege, eine Behinderung der Ausatmung ist und dass diese Behinderung der Ausatmung anfangs nur bei massiver Anstrengung erfassbar ist. Und deshalb ist sie eigentlich nur erfassbar mit einer Lungenfunktion, bei der wir die Luft mit aller Kraft ausatmen. Alle anderen Dinge wie Atemnot und dann zunehmende Inaktivität etc. sind Spätzeichen. Was machen wir jetzt bei dieser Lungenfunktionsmessung? Der Patient wird angeschlossen an ein System und dieses System misst den Erfolg der Atmung, also den Erfolg der Atemmuskulatur, die angetrieben wird vom zentralen Nervensystem und der Lunge der Atemwege. Wir messen, wie viel Luft kann der Patient in einer Sekunde maximal ausstoßen und nennen das dann die Ein-Sekunden-Luft. Diese Messung ist simpel, die sollte jeder Hausarzt können und die ist hervorragend korreliert mit der Prognose der Patienten. Die COPD wird anhand dieses Messwertes FEV1, Ein-Sekunden-Luft, in 4 Schweregrade eingeteilt, von einer leichten bis hin zu einer schwerstgradigen oder von einem Stadium 1 bis zum Stadium 4 der Erkrankung. So, und jetzt, wie ist das mit der Früherkennung? Wo ist das Problem? Sie sehen hier jetzt also diese 4 Stadien der Erkrankung und hier aufgetragen ist die Lebensqualität bedingt durch eine Erkrankung der Lunge. Was Ihnen diese Grafik sagt, ist, dass Menschen mit einer frühen Störung der Lunge eine kaum eingeschränkte Lebensqualität haben und deshalb nicht zum Arzt gehen und deshalb nicht diagnostiziert werden. Während dann, wenn das Organ schon erheblich geschädigt ist, in der Tat Einschränkung der Lebensqualität zustande kommt. Dann ist aber die Frage, passiert denn an der Lunge viel oder passiert in dieser Phase, der frühen Phase, an der Lunge wenig? Also wie ist der Verlust an Lungengewebe, an Lungenfunktion pro
Stadium. Und Sie sehen hier oben wieder die Schweregrade. Und was diese Grafik Ihnen zeigt, ist, in den frühen Stadien, die wenig Symptome, die wenig Einschränkungen der Lebensqualität machen, verlieren wir massiv viel Lungengewebe. Und das ist dann unwiederbringlich weg. Und in den schwersten Stadien verlieren wir anteilig weniger. Und das ist wiederum wichtig für Betroffene. Ich hatte vor ein paar Tagen das Erlebnis, dass da ein Lehrer zu mir kam und seinen Todestag ausgerechnet hatte. Der wollte bereits über Testament etc. nachdenken. Der hatte nämlich irgendwo gelesen, er verliert zwischen 50 und 60 Milliliter Luft. Und jetzt wusste er, er hat noch 600 Milliliter. Und irgendwer hatte ihm gesagt, bei 400 Milliliter ist Schluss. Und dann kann man ja einfache Rechnung aufmachen, wenn es einen linearen Zusammenhang gäbe. Den gibt es aber nicht. Gott sei Dank. Also wir können nicht kalkulieren, wie geht es denn individuell weiter. Wir wissen nur, die Prognose ist natürlich in dem Stadium wesentlich schlechter als hier. Und hier findet keine Früherkennung statt, weil der Patient so wenig Symptome hat. Und das ist hier dann nochmal grafisch dargestellt. Die Lungenfunktion wird schlechter. Erst wenn das Organ schon erheblich gestört ist, dann kommt der Arztbesuch. Und hier haben wir es schon zu tun mit einem deutlich gestörten Organ mit einer fortgeschrittenen COPD. Also Früherkennung ist eigentlich im Moment eine Farce, sie ist nicht existent. Die Realität ist, die Patienten kommen in einem Spätstadium und häufig ist es so, dass wir bei den Symptomen Husten und Auswurf nicht die Konsequenz ziehen, einen simplen Test zu machen, nämlich eine Lungenfunktion. Das Dritte, worüber ich kurz reden sollte, sind dann die Maßnahmen, wenn die Diagnose gestellt ist. Das Erste ist, wir sollten versuchen, früher an die Diagnose ranzukommen und wir müssen in der Bevölkerung Aufmerksamkeit erzeugen und Aufmerksamkeit für eine Volkskrankheit. Die Frage ist also erstens, haben wir es mit einer Volkskrankheit zu tun? Und dazu gibt es ein beeindruckendes Konzept. Das ist die sogenannte BOLD-Studie. Diese Studie untersucht in 12 Ländern der Erde bei 40-Jährigen und älter durch Lungenfunktionsmessung, haben die eine COPD oder nicht. Repräsentative Querschnittssituation der Bevölkerung. Und was Sie hier sehen können, ist, wenn man das macht, wenn man also repräsentativ auswählt und dann einfach misst, dann stellt man fest, dass in so einer Stichprobe 13% der 40-Jährigen bereits eine Einschränkung der Lungenfunktion haben. Aber die andere wichtige Feststellung ist hier unten zu sehen. 40% derer mit einer COPD, so diagnostiziert, wussten von ihrer Erkrankung nichts und haben dann entsprechend natürlich auch nichts unternommen. Und deshalb haben wir weltweite Initiativen, die die COPD in den Mittelpunkt des Interesses hoffentlich rücken und die uns Hinweise geben, wie wir diese Erkrankung diagnostizieren und wie wir sie therapieren sollten. Und für Sie, die Sie im Internet unterwegs sind, eine der Initiativen ist die sogenannte GOLD-Initiative, die kann man im Internet abrufen. Und da ist ganz klar gesagt, wie diagnostiziere ich, wie reduziere ich die Risikofaktoren und der wesentlichste ist das Rauchen und dann schule ich den Patienten, also ich mache den Patienten zum Partner des Arztes, darüber hören Sie ja heute noch jede Menge und ich gebe dann Medikamente und ich kümmere mich um eine nicht-medikamentöse Therapie in den fortgeschritteneren Stadien und letztlich ganz, ganz wichtig ist, wenn es zu einem akuten Schub der Erkrankung kommt, dass dieser Patient dann unglaublich intensiv betreut werden muss, das sollte man als COPD-Patient nicht zu Hause aussitzen. Mit jedem Schub dieser Erkrankung verliert der COPD-Patient Lungengewebe und damit Tage, Monate oder gar Jahre seines Lebens. Jetzt kommt ein ganz kompliziertes Schema. Es ist aber eigentlich schon das letzte, die letzte Folie, die ich Ihnen zeigen möchte. Die Ärzte haben heute in Abhängigkeit von dem Schweregrad der Erkrankung durch Befragung, durch Messung der Lungenfunktion und sonstige Diagnostik ein klares Schema, wie man diese Erkrankung behandeln sollte. In den frühen Stadien, wo also die Lungenfunktion wirklich noch nicht erheblich eingeschränkt ist, ist die Maßnahme Nummer 1,
alle Noxen, alle Ursachen erstmal ausschalten. Und das Wichtigste ist Raucherberatung, Tabakentwöhnung. Das Zweite ist für die Lunge etwas tun. Das Schlagwort, was heute hier vorkommt, ist Lungensport. Das Dritte ist potenzielle Gefahren ausklammern, also möglichst die Gefahr einer Grippe, die verursacht häufig schwere Schübe, die kostet einen Jahre des Lebens, eine Grippe zu minimieren, das Risiko einer Grippe zu minimieren durch eine Grippeschutzimpfung. Und in dieser Phase, und ich soll jetzt ja nur über frühe Phasen reden, in dieser Phase sind dann auch diese Sprays, die rasch wirken, angezeigt, aber in der Phase noch nicht die Kombination mit Cortison-Sprays zum Beispiel oder die Kombination mit anderen Medikamenten. Über die späteren Stadien und über die gesamte Kaskade werden die Nachredner dann ja noch sprechen. Ich habe also jetzt mit Ihnen einen Bogen gespannt. Was ist COPD? Erstens. Zweitens, wie kann ich die Erkrankung hoffentlich frühzeitig erkennen? Und drittens, welche Maßnahmen sehr kursorisch kommen in Frage? Bei diesem Krankheitsbild ist aber das Allerwichtigste eine gute Zusammenarbeit zwischen Patient und Arzt. Und gerade an der Stelle kann die Selbsthilfe auch eine Menge erreichen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.